Seit dem 17. Jahrhundert bis heute ist das Mikroskop ein wichtiger Schlüssel zur wissenschaftlichen Erkenntnis und ein unverzichtbares Forschungsinstrument. Wir begeben uns auf eine Reise in die Mikrowelt. Wenn wir etwas mikroskopieren und dabei etwa einen Zellverband vergrößern, erkennen wir erst viele, dann einzelne Zellen bis hin zu Zellorganellen wie Mitochondrien. Doch wie funktioniert eigentlich ein Lichtmikroskop? Es ist im Prinzip eine ausgeklügelte doppelte Lupe und setzt sich aus zwei Linsen zusammen. Das vordere optische Element, das Objektiv, erzeugt ein Zwischenbild, das das Okular erneut vergrößert. Der Flur erscheint vielfach vergrößert. Es gibt verschiedene Arten von Lichtmikroskopen. Um darzustellen, welche Möglichkeiten sie bieten, zeigen wir eine Kieselalge in der immer gleichen Vergrößerung, aber mit unterschiedlichen Mikroskopen. Dies ist eine Kieselalge unter einem gewöhnlichen Durchlichtmikroskop. Nur die Chloroplasten am äußeren Rand sind deutlich zu erkennen. Und nun das gleiche Präparat unter einem Fluoreszenzmikroskop. Die Chloroplasten leuchten rot. Warum? Das Prinzip der Fluoreszenzmikroskopie erklären wir am Fluo. Will man ganz bestimmte Strukturen des Objektes betrachten, verwendet man Fluoreszenzfarbstoffe. Sie werden an die interessierenden Moleküle angehängt und dienen als sogenannte Marker. Jetzt regt eine Lichtquelle die Farbstoffe dazu an, selbst wie winzige Nanolampen in einer charakteristischen Farbe zu leuchten. Die markierten Fluorhaare werden deutlich. Bei der Kieselalge leuchten die Chloroplasten, weil das Chlorophyll, der grüne Blattfarbstoff, zum Fluoreszieren angeregt wurde. Es strahlt rot. Der Nachteil an dieser Methode ist jedoch, das Streulicht aus tieferen Schichten vernebelt das Bild. Zum Vergleich unter dem Konfokalmikroskop, das Streulicht ist weg. Wie geht das? Mit Lochblenden und Laserlicht. Ein einfallender Laserstrahl, hier grün, lässt die betreffenden Strukturen fluoreszieren und rastert die Probe ab. Aus dem Fluoreszenzlicht, das hier rot zurückkommt, filtert eine Lochblende störendes Licht heraus und lenkt es um. Die Folge? Die Chloroplasten mit dem leuchtenden Chlorophyll sind deutlicher zu erkennen. Die maximale sinnvolle Vergrößerung eines Lichtmikroskops ist ca. 1000-fach. Die physikalische Grenze, bei der zwei nebeneinander liegende Punkte nicht mehr getrennt wahrgenommen werden können, liegt bei etwa 200 Nanometern. Diese Pockenviren beispielsweise können nicht mehr deutlich dargestellt werden. Das liegt an der Wellennatur des Lichtes. Nahe beieinander liegende Strukturen beugen nämlich das Beobachtungslicht besonders stark, sodass das Objektiv nur noch einen Teil des gebeugten Lichts des Präparats aufsammeln kann. Bei weiter auseinanderliegenden Objekten wie in diesem Fall gelangt die komplette Bildinformation in das Objektiv des Mikroskops. Jetzt verkleinern wir den Ausschnitt. Für Strukturen, die kleiner als 200 Nanometer sind, gilt, wegen der starken Beugung des Lichtes können sie nicht mehr deutlich abgebildet werden. Denn das Objektiv kann nicht die komplette Bildinformation einsammeln. Dies ist das Gesetz, das der Physiker Ernst Abbe 1873 formulierte. Strukturen, die feiner als die halbe Lichtwellenlänge sind, können nicht mehr als einzelne Objekte aufgelöst werden. Eine Möglichkeit, dennoch Bilder von kleineren Objekten, also Viren, Molekülen und sogar Atomen zu bekommen, liefert die Rasterelektronenmikroskopie. Sie besitzt eine so hohe Auflösung, dass Vergrößerungen von 1 zu 1 Million möglich sind. Doch der Nachteil? Die Präparate werden tiefgefroren und stark bearbeitet. Die Bilder sind zwar beeindruckend und gestochen scharf, doch die Zellen sind tot, wie hier die eines Blattes. Eine völlig neue Art der Lichtmikroskope hat den Sprung in die Hoch- oder Superauflösung geschafft, die STET-Mikroskopie. Mit diesem Mikroskop ist es nun erstmalig möglich, Objekte abzubilden, die etwa 20 Nanometer zusammenliegen. Mehr noch, man kann damit sogar Videos von molekularen Strukturen in lebenden Zellen machen. Diesen Durchbruch in die Nanowelt mit dem STET-Mikroskop hat Professor Hell mit seinem Team im Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie geschafft. Thank you.